Vor 6 Monaten hat Max Berger aus Berlin-Mitte durch einen Zufall Amelie Künzer kennengelernt. Wegen eines Buchstabendrehers landeten 2 E-Mails, die der Schreiner eigentlich seinem Chef schicken wollte, aus Versehen bei Amelie. Seitdem schreiben sich die beiden regelmäßig. Heute haben sie ihr erstes Date. Und es ist romantisch. Das ist echt eine verrückte Geschichte mit den E-Mails. Wahnsinn, ne? Ja. Soll ich dir was sagen? Das ist einfach Schicksal. Als würden wir jetzt hier nicht sitzen und so lieben, oder? Das ist doch sowas wie Liebe. Oder wie würdest du das nennen? Auf jeden Fall. Das muss Bestimmung gewesen sein, dass die irgendwie bei mir gelandet sind, die E-Mails. Ja. Aber wir sehen uns auf jeden Fall wieder, oder? Auf jeden Fall. Ich würde dich sehr gerne wiedersehen. Wirklich? Wirklich. Finde ich gut. Wollen wir los? Ja. Okay. Dankeschön. Ach, nicht zu danken. Für was denn? Das erste Date live und in Farbe ist ein absoluter Volltreffer. Amelie und Max haben Schmetterlinge im Bauch. Schon morgen möchten sich die frisch Verliebten wiedersehen. Doch dann kommt alles anders. Steig ein! Was? Nein? Komm jetzt her! Ich hab gar nichts. Jetzt steig ein, sonst knall ich dir ein. Amelie! Ich hab nichts gemacht! Amelie! Amelie! Entschuldigung, haben Sie das auch gesehen? Was? Haben Sie das gesehen da gerade? Nö. Mit dem Mädchen da? Nö. Sie haben nichts gesehen? Nein. Was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Kommt, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt die Polizei rufen? Denke ich, bin vollkommen verrückt. Das Mädchen ist in dem Auto rein. Was soll ich jetzt machen? Scheiße! Shit! Max ist völlig durch den Wind. Der 29-Jährige weiß einfach nicht, wie er die Aktion, dass Amelie in ein Auto gezerrt wurde, deuten soll. Auf dem Heimweg hat er unzählige Male versucht, sie auf dem Handy zu erreichen. Leider vergeblich. Jetzt hofft Max auf die Hilfe seines Mitbewohners Pascal. Und wie war dein Date gewesen? Du glaubst nicht, was passiert ist. Es war eigentlich ein wunderschönes Date, es war alles perfekt. Und auf einmal, wir verabschieden uns, auf einmal sehe ich einen silbernen Wagen. Sie wurde reingezerrt im Auto. Und ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich wusste nicht, ob ich jetzt, war es ein Verbrechen? Soll ich die Polizei rufen? Die wurde da reingezogen, echt? Ja, reingezogen. Du musst dir vorstellen, ich sehe das Auto, ich drehe mich um, wollte noch einmal zurückwinken. Auf einmal kommt das Auto, eine Hand kommt raus, zieht sie rein, zieh mal weg. Ich habe einfach gedacht, was ich machen sollte. Jetzt ohne Mist. Also wir sehen, du übertreibst dich? Nein, ich übertreibe nicht, natürlich nicht. Weil klingt, wenn du so viele Krimis guckst, wenn ich ehrlich bin. Oh, was für Krimis gucken? Weißt du, das ist doch Quatsch, was du mir erzählst. Was ist denn das jetzt hier? Es ist aus, lass mich in Ruhe. Das war's, mehr nicht? Dann kannst du ja wohl eins und eins zusammenziehen, dann weißt du, was los ist. Ich brauch da gar nicht eins und eins zusammenziehen. Okay, Mann, das passt überhaupt gar nicht. Das weißt du selber, dass es nicht stimmt. Mann, die hat keinen Bock auf dich? Hat keine Lust, dass du irgendwie eine Szene machst oder irgendwas? Doch nicht Amelie. Warum wird Amelie keinen Bock auf mich haben? Das ist doch Quatsch, das weißt du selber. Das weißt du doch nicht. Bullshit. Du kannst doch nicht in die reingucken. Mann, du kennst doch die Frauen. Guck mal, die spielen dir irgendwas vor. Weiß ich nicht, sind doch Schauspielerin alles. Ja, aber nicht Amelie. Amelie ist keine Schauspielerin. Ich will jetzt wissen, wo sie ist. Ich muss sie finden. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ich brauch Gewissheit. Mann, du machst immer einen auf Romantiker und alles und jetzt ist es vielleicht mal nicht die Richtige und du drehst sie am Rad. Das hat mit Romantiker jetzt gar nichts zu tun gerade. Verstehst du? Nichts hat damit zu tun. Irgendwas ist da passiert. Ich weiß nicht, ob sie in Ordnung ist. Hätte sie keine Lust auf mich gehabt. Ja, da würde sie nicht schreiben, lass mich einfach. Denk doch mal logisch. Da würde sie schreiben, du, tut mir leid, das Date war nicht so schön, irgendwas etc. bla bla bla. Ja, aber doch nicht sowas. Das macht kein Mensch. Mann, du kennst doch die Würdest Freunde. Du dich mit einem Mädchen treffen, alles ist wunderschön und gut, danach schreiben, du hast keinen Bock mehr, tschüss, meld dich nicht mehr? Das passt doch gar nicht. Mann, scheiß auf die Alte, such dir eine andere, lösch am besten die Nummer und dann ist gut. Ja, ich lösche auch irgendwann die Nummer, kein Problem. Aber ich will vorher wissen, ob alles in Ordnung ist, ob es dir gut geht und so ist. Und wenn, dann soll ich mich noch persönlich treffen und mir sagen, du, ich will das nicht und fertig, okay. Du bist nicht der Richtige für mich, dann ja, okay. Aber ansonsten... Naja, dann schreib der Alten einfach und lauf in dein Unglück. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Amelie mich absolviert hat. Nicht nach so einer billigen SMS. Ich mache mir echt verdammte Sorgen um Amelie. Ich hoffe, sie antwortet mir gleich und alles klärt sich wieder auf. Einen Tag später hat Max immer noch keine Antwort von Amelie. Die 26-Jährige reagiert weder auf Anrufe noch SMS oder E-Mails. Max ist besorgt und will mit Kumpel Pascal eine Suchaktion starten. Sein Plan? Alle Personen mit Nachnamen Künzer in Berlin abklappern. Ich habe alles durchgesucht. Internet, gelbe Seiten, Auskunft, alle angerufen, überall persönlich da gewesen. Das Einzige, was ich noch habe, ist die Agnes Künzer.
Und sind alle aus Berlin jetzt hier, ja? Alle aus Berlin. Keine Chance. Okay. Na ja. Und die wohnt hier, ja? Ja, die müsste irgendwo hier vorne wohnen, bei der 15. Und da bei denen war jetzt keine Verwandte bei oder Verwandte her oder keiner kannte die oder nichts, irgendwas? Niemand. Nichts? Keiner kennt sie, als wenn es diese Person gar nicht geben würde. Die hat keinen Bock auf dich einfach. Ach komm, das kannst du dir auch sparen, ey. Mann, die hat dir einen Korb gegeben, du schreibst ihr 300 SMS, du bist einfach kein übertriebener Stalker, ey. Ja, ja, klar, spar dir das jetzt. Mann, wo wohnt denn die jetzt hier? Hier, Nummer 15. Mann, ey. Das ist die letzte, ey. Na ja, los. Ach. Guten Tag. Sind Sie die Agnes Künzer? Mhm. Ich suche die Amelie Künzer. Ich bin der Max Berger. Wollte mal fragen, ob Sie die kennen vielleicht oder mit ihr verwandt sind. Was soll denn das jetzt werden? Hier ein Trickbetrug an der Haustür oder wie jetzt? Das ist kein Trickbetrug. Also bei mir ist nichts zu holen. Mit der Masche kommen Sie bei mir nicht durch. Das ist keine Masche. Ich zähle einfach nur, weil ich suche wirklich alle durch in Berlin und ich habe sie nicht gefunden. Das ist eine gute Freundin von mir. Also ich kenne keine Amelie. Versuchen Sie das mal woanders. Also jetzt verschwinden Sie mal hier an meiner Haustür. Was ist mit ihr los, ey? Alter Vater. Was war das jetzt, ey? Ja, guck mal, sei mal froh, dass sie mit der Troller nicht verwandt ist, ey. Es wird immer schlimmer, ey. Aber, weiß ich nicht, aber du versprühst doch einen Charme auf die Frauen, ey. Ist echt sagenhaft. Oh ja, spar dir das jetzt mal. Okay, Vorschlag zur Güte. Machen wir mal so, weil ich habe keinen Bock, dass du mir auf den Sack gehst. Wegen irgendeiner Frau oder was auch immer. Lass gucken, Privatdetektiv, irgendwie sowas. Das klappt doch sonst auch, wenn du das im Fernsehen immer siehst. Einfach mal. Ich glaube, weißt du, du guckst, glaube ich, zu viel Fernsehen. Aber ach gut. Mann, das wird schon. Aber gut, Privatdetektiv ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Na, der hat bestimmt bessere Ideen als du, hier ganz Berlin abzuklappern und hier irgendwelche älteren Frauen zu belästigen. Ja. Okay, wie bezahlen wir das, bitte? Das wird doch richtig teuer sein, oder nicht? Zielkauf, Raten, irgendwas, Flaschen wegbringen, finden wir schon irgendwas. Komm, wir suchen einen. Das ist die einzige Möglichkeit, was wir sonst machen. Ich habe keine Nerven, ey, auf deine Visage die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, wie ich mich fühle und was ich empfinde für sie. Also erst will mir Pascal das andauernd ausreden mit der Amelie, dann kommt er mit seiner glorreichen Idee. Irgendwie ist er doch ein guter Freund. Ich hoffe nur, dass mit dem Privatdetektiv jetzt klappt und wir da nicht ewig lange warten müssen. Der 29-Jährige hat Glück im Unglück. Noch am selben Tag kann er einen Profi in Sachen Personensuche ausfindig machen, der sich für den brisanten Fall sofort Zeit nimmt. Gleich am nächsten Morgen trifft sich Max mit Privatdetektiv Michael Wagner und erklärt ihm, was passiert ist. Es geht darum, ich habe ein Mädchen kennengelernt über das Internet. Wir haben ein halbes Jahr lang zusammen geschrieben. Ja. Und dann haben wir uns vorgestern halt getroffen und war alles wunderschön. Okay. War ein super, super Date gewesen, okay, wie man sich überhaupt vorstellen kann. Und nach diesem Date, wie aus dem Nichts, kam ein Auto. Sie wurde reingezerrt. Und ich mache mir halt riesengroße Sorgen um sie. Wie bitte? Ja. Reingezerrt? Wie meinen Sie das reingezerrt? Meinen Sie das jetzt gewaltvoll reingezerrt? Haben Sie dann irgendjemanden erkennen können dabei? Ich konnte gar nichts erkennen. Ich habe einfach nur gesehen, wie die Beifahrertür aufgegangen ist. Sie rein ins Auto. Ich wollte noch was machen. Ich konnte nicht, da war auch ein Mann, der ist da langgelaufen. Ich meine, da haben Sie was gesehen, es hat keiner was gesehen. Wollte eigentlich die Polizei rufen. Aber was soll ich denen denn erzählen? Ah. Haben Sie die Polizei jetzt auch gar nicht gerufen? Nein, habe ich nicht gerufen, deswegen habe ich Sie eingeschaltet. Ah, okay, gut. Dann ist mir auch klar, wo ich ins Spiel komme. Haben Sie irgendwelche weiteren Details von dieser, wie hieß sie, Amelie? Amelie, okay. Amelie Kunzer. Okay. Ja, das Komische an der ganzen Sache ist, sie hat mir zwei Stunden nachdem das passiert ist, hat sie mir eine Nachricht geschrieben. Sie meinte, bitte melde dich nie wieder bei mir, es ist aus, vorbei für immer. Und das passt überhaupt nicht dazu. Kann es nicht sein, dass Sie in irgendwas verrennen? Sie treffen sich, zwei Stunden später kriegen Sie eine SMS. Vielleicht meinte sie das auch wirklich so und sie will gar nicht von Ihnen wissen. Das brauchen Sie mir gar nicht rausreden, dann brauchen Sie den Job nicht nehmen. Sie wollte auf jeden Fall was von mir. Wir hatten, wie im Film, Liebe auf den ersten Blick. Wir haben Gefühle füreinander gehabt. Da ist irgendwas Schlimmes passiert. Okay. Kein Mensch wird im Auto reingezerrt, für nichts. Okay. Sie müssen mir einfach, also entweder nehmen Sie den Job an oder lassen Sie einfach. Ja, ja gut, okay, natürlich nehme ich den Job gerne. Ich mache mir riesengroße Sorgen um Amelie. Aber Herr Berger, Sie müssen auch verstehen, ich muss die eine oder andere kritische Frage stellen. Gerade wenn es um sowas geht, brauche ich absolut jedes Detail. Alleine schon zu Amelie. Hat sie mit Ihnen über irgendetwas gesprochen? Gibt es Anhaltspunkte? Wo arbeitet sie? Wo geht sie gerne hin? Hat sie schöne Plätze, Cafés, Restaurants, wo sie sich gerne aufhält? Hat sie vielleicht ein interessantes Hobby oder sowas? Naja, also Fotos hätte ich von ihr, zwei, drei Stück auf dem Internet. Super, super, die brauche ich auf jeden Fall. Die schicken mir per E-Mail. Okay, von Basenskritik hat sie gar nichts erwähnt. Einzige, was mir gerade einfällt, sie hat mir gesagt, sie war früher mal eine sehr gute Fechterin. Okay. Hilft das weiter vielleicht? Okay, Moment. Also sie war eine gute Fechterin, das ist ein guter Ansatzpunkt, weil das ist sehr, sehr, sehr selten. Da könnte ich mich nämlich gleich reinhängen. Machen wir es am besten so, Sie schicken mir per E-Mail das Bild. Alles klar. Oder auch alle Bilder, die Sie haben. Ja. Ich kümmere mich dann an dieser Fechtgeschichte, einen Ansatz zu finden. Ja. Und sobald ich Informationen habe, melde ich mich bei Ihnen sofort. Haben wir dann eine Chance? Absolut, absolut. Ja. Ich mache das für Sie. Und wir werden auf jeden Fall irgendwas rauskriegen. Okay, bedanke ich mich. Alles klar. Okay. Danke. Wiedersehen. Tschüss. So ein Treffen mit dem Detektiv hätte ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Ich kam mir jetzt gerade vor wie der letzte Idiot. Aber gut, vielleicht macht er seinen Job gut und findet meine Amelie wieder.
Also ich bin wirklich nicht überzeugt. Sieht mir ganz danach aus, als hätte die Frau dem Herrn Berger einfach eine Abfuhr verpasst und der kann damit nicht umgehen. Gekränktes Ego oder sowas. Aber okay, ich werde sie für ihn aufspüren und da muss er sehr wahrscheinlich mit der Enttäuschung leben. Privatdetektiv Michael Wagner will für Max so schnell wie möglich mehr über Amelies Umfeld herausfinden. Bereits am darauffolgenden Nachmittag klappert er alle Berliner Fechtvereine ab. Mit Erfolg. Im dritten Club stößt der 48-Jährige auf eine heiße Spur. Ich will nur ganz kurz unterbrechen. Ich bin Freund von der Amelie Künzer und ich suche sie jetzt gerade, weil ich habe eine riesen Überraschung für sie. Können Sie mir vielleicht sagen, ob sie heute hier trainiert oder wo ich sie finden kann? Nee, Amelie trainiert hier schon seit 3 Jahren gar nicht mehr. Ach. Und Sie sind ein guter Freund, sagen Sie. Naja, ein alter Freund. Wir haben uns jetzt zwar 7 Jahre nicht gesehen, aber wir haben mit ein paar Leuten eine riesen Überraschung für die Amelie. Und wir wissen total, dass sie wird total ausrasten. Okay. Und dann wollte ich jetzt halt wissen, wo ich sie finden kann oder ob Sie wissen, wo ich sie finden kann. Ich kann Ihnen da mal eine Adresse geben. Oh, das wäre super klasse. Jo, tschüss. Danke. Ich gebe das dann gleich mal ein. Ja. Was ist denn das für eine Überraschung? Das kann ich Ihnen nicht verraten, aber sie wird garantiert, wird sie Ihnen das erzählen. Okay. Amelie Künzer, okay. Ich danke Ihnen vielmals. Sie haben mir sehr geholfen. Bitte sehr. Vielen Schönen Tag, Dank. Für Sie auch. Ciao, Kathi. Ciao. Ach, warten Sie. Mir ist gerade eingefallen, dass ja Babette die alte Adresse von Amelie hat. Da wohnt die schon seit 3 Jahren gar nicht mehr. Ach so, das ist ihr Elternhaus, ja. Soweit ich weiß, ist sie jetzt in Wedding gezogen. Mhm. Und zwar in die Heinrich-Heine-Allee 29. Sekunde, das gebe ich mir gleich noch mal ein. Heinrich-Heine-Allee. Hausnummer, was sagten Sie? 29. Mhm. Okay. Am besten probieren Sie es da mal. 29, Mensch. Total lieb von Ihnen. Sehr gerne. Viel Glück. Danke. Bis dann. Ciao. Tschüss. Sind ja sehr nett, diese Fechterinnen. Jetzt hoffe ich nur, dass es immer noch die richtige Adresse ist von der Amelie und dass ich sie dort finde. Und zur Not fahre ich halt zu ihren Eltern hin. Auf dem Weg nach Berlin-Wedding bekommt Privatdetektiv Michael Wagner Verstärkung. Denn Max wollte es sich nicht nehmen lassen, ihn zu begleiten. Gemeinsam erreichen die beiden Männer das Haus, in dem Amelie Künzer wohnen soll. Künzer Wagner, da sind sie. Hier wohnt Amelie wahrscheinlich. Aber Wagner, sie hat nie gesagt, dass sie in einer WG wohnt. Ich habe auch keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Werden wir sicherlich herausfinden, was hier genau läuft. Ja, das passt doch irgendwie alles gar nicht. Psst, ich höre Leute kommen. Lassen Sie auf jeden Fall ab. Wir müssen unbedingt Okay. Die Männer gehen in Deckung. Schließlich dürfen sie die Ermittlungen nicht gefährden. Das ist Amelie. Das ist doch Amelie. Das ist sie. Das ist Amelie. Das ist der Typ. Soll ich mich wieder Ich muss da hin. Halt! Du weißt doch, ich Amelie. Hab da auch keinen Bock drauf. Amelie! Was ist das denn? Amelie, ich hab mir so eine Sorgen um dich gemacht. Wie geht's dir? Ruhig, Finger weg. Kennst du die Lusche? Amelie, Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das ist. Amelie, sag ihm doch, dass wir uns kennen. Fragst du die noch mal an, dann hau ich die ein. Amelie, brauchst du Hilfe, Amelie? Kriegst du gleich am Kopf. Brauchst du Hilfe, Amelie? Finger weg. So, steig ein. Amelie, jetzt. Wer ist das? Schnauze! Kein Bock mehr auf die Scheiße, ey. Amelie! 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 Haben Sie das gesehen? Ja. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Was ist denn mit Ihnen passiert? Mann, ich hab doch gesagt, Sie sollen hier hinterbleiben. Ich weiß, mir ist einfach eine Sicherung durchgebrannt. Oh, Mann. Ich konnte einfach nicht. Wenn Sie nicht tun, was ich sage, dann wird das nichts mit diesen Ermittlungen. Ja, ich weiß, es tut mir auch leid, aber ich konnte einfach nicht. Was soll ich machen? Sie müssen unbedingt auf mich hören. Alles andere hat überhaupt keinen Sinn. Ich habe jetzt die Nummer hier aufgeschrieben. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ja, was machen wir jetzt? Naja, jetzt werden Sie erst mal beruhigen sich ganz wieder. Vielleicht will die Amelie ja gar nichts von Ihnen wissen. Natürlich, was wir wissen. Sie haben es aber gesehen, wie der Typ sie ins Auto gezerrt hat. Aber sie hat sie doch jetzt schon das zweite Mal abgewiesen. Ja, sie ist eingeschüchtert gewesen, das hat man nur gesehen. Vielleicht hat sie das ja absichtlich gemacht. Möglicherweise will sie ja gar nicht, dass ich ständig hinter ihr herrenne. Ach, warum würden Sie das wollen? Sie wissen gar nicht, was wir miteinander hatten. Die ganzen SMS. Wir hatten eine ganz andere Beziehung zusammen. Sie haben noch in ihre Augen gesehen, wie sie mich angeguckt hat. Sie hat sich einfach nicht getraut vor diesem komischen Bär. Da wollte mir eine reinhauen am liebsten. Ach, Quatsch. Quatsch, Herr Berger, nur bleiben Sie mal ganz ruhig. Kommen Sie mal wieder runter und dann werden wir mal schauen, was wir machen können. Auf jeden Fall. Wenn Sie mir, Sie wollen mir nur unterstellen, dass ich irgendwie ein Trottel bin oder irgendwas, das weiß ich doch, das sehe ich doch schon so.
Will ich auf keinen Fall. Gottes Willen. Ich will nur vernünftig ermitteln mit Ihnen zusammen. Ja, aber wenn Sie nicht mit mir ermitteln, wie ich es möchte, dann suche ich mir halt einen anderen Privatdetektiven, wenn Sie Ihren Job nicht machen wollen. Natürlich mache ich diesen Job. Ich möchte meine Amelie wieder haben. Bleiben Sie mal ruhig. Ich mache diesen Job. Das verspreche ich Ihnen auf jeden Fall. Aber Sie müssen wieder runterkommen. Sie haben Gefühle für diese Frau. Das kann ich ja verstehen. Ja. Ja? Aber Sie müssen ein bisschen runterkommen. Sie haben eine ganz andere Sichtweise als ich. Ich mache diesen Job jetzt schon so lange und habe wieder andere Sichtweisen. Das ist eine völlig normale Geschichte. Wenn ich mir ein bisschen zu nahe gekommen bin, dann seien Sie mir nicht böse. Ja? Ich muss mich natürlich dafür entschuldigen. Okay, ich wollte da nicht zu persönlich werden. Eines ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Wir müssen jetzt erstmal los, gucken, wer dieser Typ war und dann ermitteln wir weiter. Okay? Okay, machen wir. Gut, dann gehen wir jetzt ab zum Auto. Anscheinend braucht es doch noch mehr Beweise, dass der Herr Berger merkt, dass diese Frau gar nichts von ihm will. Aber gut, Auftrag ist Auftrag. Jetzt werde ich erstmal schauen, wer dieser leicht gereizte, aufgebrachte Kamerad überhaupt ist. Der Detektiv soll gefälligst seinen Job machen. Ich habe ihn engagiert, damit er mir helfen soll. Und dass Amelie von dem Typen total unter Druck gesetzt worden ist, das sieht ja wohl ein Blinder. Wahrscheinlich ist es noch irgendein Krimineller oder irgendwie sowas. Während Max aus Angst um seine Internetliebe immer panischer wird, hat der Privatdetektiv seine Kontakte spielen lassen, um herauszufinden, wer der mysteriöse Mann an Amelies Seite war. Bereits am nächsten Morgen ist Michael Wagner mit einem Informanten verabredet, der den Fahrzeughalter des silbernen Wagens ermitteln sollte. Grüß dich. Grüß dich. Alles gut? Alles gut. Und bei dir? Ja, super, läuft. Hast du irgendwas rausgefunden? Klar, zuverlässig wie immer. Okay. Ja. Wollen wir ein Stück gehen? Ganz kleines Stück, ja. Du hast noch was für mich? Also, wie immer. Okay. Okay. Also pass auf, der Wagen ist zugelassen auf einen gewissen Alex Wagner. Mhm, Alex Wagner, ja. Klingelt bei mir gerade. Der wohnt nämlich zusammen mit dieser Amelie. Wir haben immer gedacht, das wäre eine Wohngemeinschaft. Ach. Und die Amelie Künzer, ich weiß nicht, ob der Name was sagt. Ja, du. Ich habe ja meine guten Kontakte, wie du weißt, und habe ein bisschen nachgeforscht. Okay. Und tatsächlich, der Alex Wagner ist verheiratet. Aha. Und jetzt rate mal, mit wem? Nein, mit der Künzer? Amelie Künzer. Das ist ja krass. Die hat nämlich ihren Mädchennamen behalten. Okay. Und deswegen ist es eben halt nicht ganz klar ersichtlich. Unglaublich. Ja, also ansonsten war bei Ihnen nicht wirklich was rauszukriegen. Okay. Ich habe also nochmal meine Bankkontakte. Mhm. Und also der ist sauber, der ist aalglatt, keine Kinder, okay. Saubere also Schuhe. Was mit greifbar macht. Da kannst du. Da hast du nichts Greifbares in der Hand. In Ordnung. Gut. Also mehr kann ich nicht. Du, ich muss auch los. Alles okay. Ich danke dir. Danke dir für die Hilfe. Wenn du wieder was hast, jederzeit gerne. Ruf ich dich an. Bis dann. Danke dir. Ciao. Wenn das nicht Beweis genug ist, die Kleine will überhaupt nichts von diesem Herrn Berger. Die hat ihr mit ihren E-Mails den Kopf verdreht. Und wollte sich wahrscheinlich nur von ihrem langweiligen Eheleben ablenken. Und das muss ich dem Herrn Berger jetzt erstmal beibringen. Some say I'll be better without you. They don't know you like I do. Or at least the Die Info, dass Amelie verheiratet ist, hat Max schwer getroffen. Zusammen mit Kumpel Pascal versucht der Schreiner, seinen Liebesfrust nach der Arbeit zu vergessen. Doch die ganze Geschichte lässt ihm keine Ruhe. Ich komme immer noch nicht klar, dass ich so verarscht worden bin, weißt du? Okay. Weil einfach, dass sie verheiratet war. Und dann dieser Typ, so ein Vollassi, kommt in meinen Kopf einfach nicht rein. Das geht einfach darum, wie wir uns geschrieben haben, was wir voneinander gefühlt haben. Hättest du mal ihre Mails gelesen? Das war einfach so schön, einfach zu schön. Aber du siehst ja, was bei rumgekommen ist. Und es ist einfach besser für dich, jemand anderes zu suchen, der dich nicht verdient. Aber sie war kein Fake, das ist es ja, sie war so, es war alles echt. Einfach echt, wie wir uns angeguckt haben, wie wir uns berührt haben. Das kann einfach nicht sein, das kann nicht sein. Das stimmt was nicht. Ich mein's ja auch nicht böse. Um Gottes Willen, versteh's ja nicht falsch. Aber guck mal, andere Mütter haben auch noch schöne Töchter. So hart wie es klingt. Du hast recht, muss uns einfach vergessen. Machst du noch mal zwei kurze? Siehst du, Mann, so empfiehlt's mich schon ein bisschen besser, ey. Hat macht der Ekel. Du hast ja recht. Manometer, ey. Mein Handy hat geklingelt. Yo, Amelie hat mir geschrieben. Was will die denn jetzt? Sie will sich mit mir treffen, da wo unser erstes Date war. Bestimmt will sich bei mir entschuldigen oder so. Wahrscheinlich, ja. Ey, ich freue mich so, mein Tag ist so gerettet. Du bist ein Hirni, ey. Oh, sie echt mit mir treffen will, das ist der Wahnsinn. Ja, stürzt sich in dein Unglück. Ach, was für ein Unglück. Du wirst von mir genau die Worte hören. Du könntest mir das einfach nicht. Ich hab's dir doch gesagt. So schnell kann's gehen. Vielleicht braucht der Amelie auch etwas Zeit, sich selbst ihren eigenen Gefühlen klar zu werden. Hätte sie mir eigentlich auch sagen können. Aber ich freue mich einfach richtig. Vielleicht wird alles wieder schön. Am nächsten Tag ist es soweit. In wenigen Minuten wird Max seine E-Mail-Bekanntschaft wiedersehen.
Die Vorfreude auf das Treffen ist riesig. Der 29-Jährige glaubt fest daran, dass alles wieder gut wird. Doch da hat er die Rechnung ohne Amelie gemacht. Ich freue mich, dich zu sehen. Ja, danke. Was ist denn los? Nichts ist los. Wie, nichts ist los? Es ist einfach nichts los. Ich bin einfach nur hier, um dir zu sagen, ja, dass du dich gefälligst von mir fernhalten sollst. Ja? Kein SMS-Terror mehr. Halt dich einfach fern von mir. Amelie, warum, okay? Warum dieser Sinnungswandel? Das willst du mir jetzt sagen? Das war alles. Das ist einfach so. Ich brauche keinen Sinnungswandel dafür, okay? Amelie, wir waren. Es ist einfach so. Willst du mir jetzt sagen, lass mich doch einfach bitte in Ruhe. Ich flehe dich an. Lass mich in Ruhe. Bitte schreib mir nicht mehr. Kontaktiere mich nicht mehr. Lass mich einfach nur in Ruhe. Du willst sagen, die ganzen E-Mails, die ganzen Nachrichten, alles einfach nur so eine Show von dir? Vielleicht habe ich es dir vorgespielt. Vielleicht war das lustig. Vielleicht wollte ich dir nur was vorspielen. Bitte. Das glaube ich nicht, Amelie. Sag mir einfach die Wahrheit. Was ist los? Wirst du bedroht? Das ist die Wahrheit. Nein, sag mir die Wahrheit, Amelie. Das ist die Wahrheit. Mir geht es gut. Wir haben Gefühle. Und ich möchte einfach keinen Kontakt mehr zu dir. Das, was wir miteinander Vielleicht habe ich keine Gefühle für dich. Vielleicht ist da nichts. Doch, da ist Vielleicht was. War das alles nur gespielt. Das weißt du doch überhaupt das gar nicht. Weiß du sollst ich. Mich doch einfach nur in Ruhe lassen. Amelie, das war. Max versteht die Welt nicht mehr. So hatte er sich das Wiedersehen mit seiner Amelie nicht vorgestellt.